Das Team der Freitagnacht-News im Einsatz für Deutschland. Ja, Deutschland, ein Sommermärchen. Ja, das ist wirklich ein Sommermärchen. Ist ja jetzt in den Kinos angelaufen und endlich ist sie wieder da. Diese Riesenstimmung, die uns in der ganzen Welt so berühmt gemacht hat. Stimmt's, Caroline? Ja, wir können ja gar nicht mehr aufhören. Seit der WM machen wir Deutschen sogar im Warteraum beim Arbeitsamt einfach mal so eine Laola. Ja, es ist ja schon so schlimm. Wir begrüßen sogar den Gerichtsvollzieher mit Fangesängen, wenn er zu uns kommt. Und viele zerknüllen sogar ihre Hartz-IV-Formulare und gucken, wie lange sie auf dem Fuß so hochhalten können. Das ist ein Sport. Das alles nur wegen der WM 2006. Ein Sommermärchen, oder? Ja, und ich habe mir diesen Film für euch nicht nur angeschaut, ich war sogar mittendrin im Einsatz für Deutschland. Bitteschön. Ach, wenn ich das Sporthotel hier so sehe, dann kommt mir wieder alles hoch. Ja, da zieht die ganze WM nochmal an einem vorbei. Hier hatte ich meinen ersten Tag mit der Mannschaft und hier habe ich zum ersten Mal den Bundestrainer bei einer Ansprache erlebt. Was dann medial auf euch zukommt oder auf alle zukommt, ist in der Form noch nie da gewesen. Es ist wirklich so, alles was die nächsten 7 Wochen geschrieben wird, gezeigt wird im Fernsehen, egal wo es berichtet wird, ist im Prinzip unwichtig. Wenn wir bereit sind, uns zu quälen über die nächsten Wochen hinweg, haben wir eine ganz einmalige Chance, die nie mehr wiederkommt. Von keinem von uns. Noch einer ohne Fahrschein? Dann halt nicht. Keiner von uns wird noch eine WM, vor allem im Land in Deutschland, erleben. Bloß das lassen wir uns nicht entgehen. Boah, hab ich einen Druck auf der Pipeline. Nee, was waren das für wunderschöne 7 Wochen. Obwohl der Druck natürlich für alle enorm groß war. Der Cleansy, der konnte mit dem Stress recht gut umgehen. Aber der Yogi, der hatte an manchen Tagen so seine Schwierigkeiten. Weil nur wenn wir totales Engagement bringen im Spiel, haben wir eine Chance, bei dieser WM weiterzukommen. Wenn wir nicht aus uns jeden Tag das Maximum rausziehen, ob es im Training ist oder im Spiel ist, ob es miteinander umgehen ist, dann müssen wir uns früh verabschieden von der WM. Und dann wisst ihr, was dann los ist. Und das wird uns aber nicht passieren. Aber die aufregendsten Erlebnisse waren natürlich Cleansys Ansprachen in der Kabine. Allerdings konnte man ihn manchmal nicht so gut verstehen, deshalb musste ich da ein bisschen nachhelfen. Anne! Du ergreifst jede Möglichkeit, damit vorne reinzugehen. Der Tipp ist, in dem Moment, wenn er sich treffen so gut, dann geht er auf dich zu. Der kommt nicht zum Training, der spürt deinen Atem. Ich habe mich echt total wohlgefühlt bei der Mannschaft. Und man kann wohl ohne Übertreibung und mit ruhigem Gewissen sagen, ich war der 12. Mann, der unsere Jungs gerade vor dem Spiel noch mal so richtig heiß gemacht hat. Schweini! Polly! Komm hier, Frings! Arne! Give me 5! Jens! Oh, komm, Jens! Wenigstens ein Autogramm! Tolle Jungs! Ja, das war wirklich die schönste Zeit in meinem Leben. Eine schöne Zeit. Eine herrliche Zeit. Ja, das ist Deutschland. Das ist Deutschland.